unverzichtbar ist. Heimat kann niemand genommen werden, wenn er die Heimat im Herzen trägt. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe das erlebt. Ich war bereits vor 10 Jahren Präsident der Gemeinden und Regionen Europas. Jetzt darf ich es wieder sein. Und ich habe einmal erlebt in Russland auf einem Flugplatz als Deutschrussen mit 2 Nylonsacken am Flugplatz gestanden sind. Und ich habe sie gefragt, wo sie hinwollen. In perfektem Deutsch haben sie mir erzählt, sie wollen nach Deutschland. Und ich habe gesagt, es wird euch dort niemand mit offenen Armen empfangen. Ja, das wissen wir. Und warum geht ihr? Da haben sie gesagt, sie wollen wieder eine Kirche besuchen. Sie haben 2 Generationen hindurch keinen Pfarrer mehr erlebt. Und ihre Sehnsucht ist, im katholischen Glauben das Leben zu beenden. Und dann haben sie mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Im 17. Jahrhundert ausgewandert ans Schwarze Meer, wohlhabende Bauern geworden, von den Kommunisten der Vater vertrieben, nie mehr zurückgekehrt, von den Deutschen besetzt, dann mit den Deutschen nach Berlin, von Berlin wieder in den Ural verfrachtet. Das sind Schicksale. Aber jetzt komme ich dazu, wo mir ganz kalt geworden ist, wie ich sie gefragt habe, was habt ihr hier in den Nylonsackel drinnen. In den einen Sackel hatten sie Brot, weil sie gemeint haben, das braucht man zum Überleben. Aber ich sage, da gibt es in Deutschland in Überfluss. Vieles landet im Müll. Und im anderen Sackel haben sie gesagt, das, ganz verschämt, das war das Hochzeitsbild ihrer Eltern. Da haben sie mir gesagt, wissen Sie, wir haben als Kinder das 1000 Kilometer nach Berlin getragen, in den Ural, und jetzt nehmen wir es mit zurück. Das ist, was uns von der Heimat geblieben ist. Das soll uns zu denken geben. Wir streiten über die Aufteilung des Geldes und fürchten, dass das Geld womöglich auf der Bank weniger wird. Wir fürchten uns, dass wir dieses und jenes, was wir erarbeitet haben, verlieren. Wir müssen uns dagegen wehren, gegen diese Auswüchse, gegen die Abzockerei. Alles richtig. Nur eines sollten wir nicht vergessen. Das 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert der europäischen Kriege, in die alle Österreich waren, alle diese Kriege verwickelt. 1809, 1848, 1859, als die Lombardei verloren gegangen ist, 1966. Im 20. Jahrhundert, ich rede nicht so gern vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und zwar deshalb, weil es in Wirklichkeit ein zweiter 30-jähriger Krieg war, von 1914 bis 1945 mit Armut, Niedergeschlagenheit, Millionen Toten und Millionen ermordeten Menschen. Und jetzt haben wir über 50 Jahre Frieden. Hervorgerufen durch die Europäische Union. Wir beklagen seit Jahrzehnten die Teilung Tirols und zu Recht, denn diese Unrechtsgrenze ist immer noch spürbar, nicht mehr in dem Sinne, wie es wir als junge Menschen erlebt haben. Heute ist alles durchgängig. Wenn ich mir denke, wie wir als Studenten von Innsbruck nach Osttirol gefahren sind, um dort Land und Leute kennenzulernen, bei Studienexkursionen. Und heute kommen viele Impulse, wirtschaftliche Impulse aus dem Pustertal herüber ins Hochpustertal. Man vergisst das immer wieder. Oder Felber-Dauernstraße. Wie schnell waren wir gewöhnt, dass die Felber-Dauernstraße eine Selbstverständlichkeit ist. Jetzt bei der Mure hat man gesehen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist und dass es alles braucht und ein Zusammenstehen. Und das Land ist zusammengestanden und alle Abgeordneten über die Parteigrenzen, wenn man weiß, wie bedeutend Lebensadern sind. Und wenn wir immer noch darum kämpfen, dass es im ganzen Land gleiche Lebenschancen gibt, dann glaube ich, hat man gerade für den dislozierten Landesteil, nämlich Osttirol, in den letzten Jahrzehnten Unglaubliches erreicht.
Ich war gestern im Oberpinzgau. Ich war kürzlich in Westkärnten. Bitte diskutiert's mit den Leuten und geht's mit offenen Augen durch diese österreichischen Landesteile. Und dann werden wir alle wieder ein bisschen zufriedener. Jedem das Seine, aber alles mit der rechten Gesinnung. Und deshalb darf ich schließen mit einem Bekenntnis, das in der Tiroler Landesverfassung grundgelegt ist, nämlich die Präambel der Tiroler Landesverfassung, die gleichzeitig die Grundsätze des Tiroler Schützentums ausdrückt. Der Glaube an Gott, das geschichtliche Erbe, die Einheit des ganzen Landes, die geordnete Familie sind die Grundlagen der Tiroler Landesverfassung. Und damit es so bleibt, bitte ich euch um eure Unterstützung. Schützenheim!